Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf Rangezoomt. Auch wenn das S22 Ultra jetzt fast ein Jahr auf dem Markt ist, bezeichnen es viele noch immer als das beste Smartphone aus dem Jahr 2022. Und das, obwohl es mit argen Performance-Problemen gestartet ist, die Kamera nicht on top war und auch die Akkulaufzeit hätte besser sein können. Wie gut das Smartphone gealtert ist, wie es mit Updates aussieht und was es für Verbesserungen gab, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt. Los geht's, viel Spaß! Auf Verarbeitungsseite macht dem S22 Ultra auch Anfang 2023 niemand etwas vor. Es gehört noch immer zu den Smartphones, die sich am hochwertigsten anfühlen und am besten verarbeitet sind. Die matte Glasrückseite zieht keine Fingerabdrücke an und der abgerundete Rahmen ist ein Handschmeichler, wenn das ein 228 Gramm schweres Smartphone überhaupt sein kann. Besonders gut gefällt mir noch immer das Design der Front. Sehen sich die meisten aktuellen Smartphones von vorne so ähnlich, dass man sie verwechseln könnte, erkennt man ein S22 Ultra eben immer als ein solches. Moderner sieht aktuell kaum ein anderes Smartphone aus. Super dünne Displayränder, nur ein kleines Loch für die Frontcam und eckiger als viele Marktbegleiter. Dazu die schön abgeflachten Seiten oben und unten. Das S22 Ultra ist schon ein Hingucker in meinen Augen. Schön auch, dass Samsung noch auf echtes Dual-SIM setzt mit zwei physischen SIM-Karten, das ist auch nicht mehr selbstverständlich. MicroSD in einem Smartphone, das gehört aber auch bei Samsung mittlerweile der Vergangenheit an. Aber dafür gibt es das S22 Ultra in maximaler Speicherausbaustufe mit 1 TB Speicher. Um das Display zu entsperren, nutzt ihr am besten den Super Fingerabdruckleser, der noch immer zu den besten zählt. Wer es lieber mag, eine Gesichtsentsperrung zweidimensionaler Art gibt es aber auch. Habt ihr euch für eine Entsperrmethode entschieden, dann erstrahlt das 6,8 Zoll große AMOLED-Display in seinem vollen Glanz. Das dynamische 120-Hertz-Panel ist noch immer eines der hellsten, löst mit 3088x1440 Pixeln sehr hoch auf und ist von der Darstellungsqualität her noch immer eines der besten Displays auf dem Markt, wenn nicht das beste. Ich habe hier absolut gar nichts auszusetzen und finde nur lobende Worte. Die finde ich auch für die verbauten Stereo-Lautsprecher, die auch zu den besten auf dem Markt gehören und natürlich für den S-Pen, der das Galaxy S22 Ultra besonders macht und den nutze ich tatsächlich noch immer. Den habe ich nicht nur zu Anfang genutzt, sondern einfach immer, wenn ich das S22 Ultra in der Hand habe. Für mich ein echtes Alleinstellungsmerkmal bei Samsung, denn der Stift ist so tief und gut ins System eingebunden, dass es fast Frevel wäre, ihn nicht zu nutzen, auch wenn ich weiß, dass es viele Kollegen tatsächlich nicht tun. Als Software kommt Samsungs One UI zum Einsatz und bereits im Oktober wurde Version 5.0, also Android 13, ausgerollt. Das ist absoluter Wahnsinn, wie schnell Samsung hier ist und wie weit sie generell allen enteilt sind, was Updates angeht. Egal ob Anzahl oder Schnelligkeit, hier kann aktuell allein Google mithalten. Ich mag die One UI und seit Version 5 habe ich sie noch lieber. Die Optik ist etwas flacher geworden, das gefällt mir sehr gut. Kommen wir aber nun zu dem großen Problem, das das S22 Ultra bei Release hatte. Es performte einfach unterirdisch für ein Flaggschiff dieser Preisklasse. Kein anderes Flaggschiff hatte mit so vielen Rucklern, mit so vielen Hängern zu kämpfen und der verbaute Exynos performt gefühlt schlechter als der im S21 Ultra. Nun ist fast ein Jahr vergangen, sehr viele Updates sind erfolgt, das Smartphone wurde Stück für Stück immer schneller und mit dem Erscheinen von One UI 5 hat Samsung die letzte Stufe gezündet, aber es läuft noch immer nicht perfekt. Im Vergleich mit den hauseigenen Flip und Fold 4, in denen ein Snapdragon zum Einsatz kommt, ist das S22 Ultra noch immer eine Krücke. Im Prinzip laufen alle Android-Flaggschiffe spürbar geschmeidiger im System, als es das S22 Ultra tut. Mittlerweile kann man mit der Performance leben, wir reden hier nicht über ein lahmendes Pferd, aber alle anderen sind hier eben besser. Das gilt im Übrigen nicht für die Performance in Apps oder Spielen, hier gibt es keine Beeinträchtigung, was den Speed angeht. Beeinträchtigt wird durch den Exynos wohl auch die Akkulaufzeit. Samsung verbaut zwar einen 5000 mAh großen Akku, der euch auch relativ locker durch einen Tag bringt, Dauerzocker und Dauer-TikToker natürlich immer ausgenommen, aber dennoch ist die Akkulaufzeit für 5000 mAh nicht so gut, wie man erwarten könnte und auch nicht so gut wie bei der Konkurrenz mit ähnlich großen Akkus. Gerade wenn ihr das Display auf vollen 1440p und 120 Hertz fahrt und dann noch viel im mobilen Netz unterwegs seid, zieht das am Akku, aber auch hier gab es stetig Verbesserungen. Leider wird noch immer recht gemächlich mit lediglich 45 Watt wieder aufgeladen, das dauert dann gut eine Stunde, kabellos sind es gar nur 15 Watt, hier ist die chinesische Konkurrenz mittlerweile deutlich schneller. Der Empfang im WLAN sowie unter mobilen Daten sowie die Telefonqualität sind natürlich unverändert auf gutem, aber nicht überragendem Niveau. Hier hat sich nichts getan. Richtig klotzt Samsung bei den Kameras. Die 40 Megapixel Frontcam gehört zu den besten im Game. Gleiches gilt für das Hauptkamerasystem auf der Rückseite. Die 108 Megapixel Weitwinkellinse macht tolle, scharfe Aufnahmen sowohl bei guten als auch bei schwierigeren Lichtbedingungen.
Gleiches gilt auch für die Ultraweitwinkelkamera, die zu den besten gehört. Ein Alleinstellungsmerkmal ist aber der Zoom. Dreifach optisch und zehnfach optisch sowie bis zu 100-fach digital, das ist eine Mega-Kombination. Selbst der 100-fach Zoom ist mehr als nur eine beeindruckende Zahl auf dem Papier. Samsung liefert auch bei den Videos richtig ab, die in bis zu 8K aufgenommen werden können. Hier sehe ich nur die aktuellen iPhones noch ein Stück vorne. Das gesamte Kamerasetup gehört zu den besten auf dem Markt und macht einfach immer Spaß. In jeder erdenklichen Situation könnt ihr ein gutes Foto schießen und müsst euch hierbei nie um die Qualität Gedanken machen. Das S22 Ultra ist auch nach fast einem Jahr noch immer ein absolutes Top-Smartphone und es ist besser denn je. Samsung hat es schneller gemacht, die Laufzeit verbessert und auch die Kamera einen Schritt nach vorne gebracht. Aber auch für den aktuellen Preis, das Smartphone kostet in der Regel noch immer locker über 1000 Euro, ist die Performance nicht gut genug und geladen wird zu langsam. Dafür bietet die Kamera ein Rundum-Glücklich-Paket und der S-Pen ist ein Alleinstellungsmerkmal. Updates gibt es bei Samsung immer super schnell und auch super lange. Das Gesamtpaket ist auch im Januar 2023 noch großartig. Solltet ihr jetzt noch mit dem Gedanken spielen, euch ein S22 Ultra zu kaufen, würde ich an eurer Stelle noch ein wenig warten, denn am 1. Februar stellt Samsung die S23 Modelle vor. Laut Leaks, wenn man denen glauben kann, hat sich nicht so viel getan, aber es wird ein neuer 200 Megapixel Sensor in der Hauptkamera verbaut sein und ich denke, an der einen oder anderen Stellschraube wird Samsung auch noch gedreht haben. Leider sollen die Preise im Gegensatz zu den Vorgängern aber wieder ein Stück nach oben gehen. Hier heißt es aber auf jeden Fall erst einmal abwarten und dann abwägen. Bereut habe ich den Kauf auch nach all den Monaten nie. Wie sieht es mit euch aus? Wie fällt euer Fazit zum S22 Ultra aus? Es gibt mit dem Moto Edge 30 Ultra und dem Pixel 7 Pro günstigere Alternativen und auch andere Mütter haben schöne Töchter. Vieles hängt da auch vom persönlichen Geschmack ab. Ich bin auf eure Meinung in den Kommentaren gespannt, bedanke mich bei euch fürs Zusehen, würde mich sehr über ein Abo freuen, aber das Wichtigste, bleibt interessiert und schaut wieder rein. Bis zum nächsten Video, macht's gut, bye bye.